Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Survival Underground 2 zusammen mit Stevie. Hi. Brawl. Hello, Lolo. Dem Krigi. Moin, moin. Und mir, dem Sascha. Ich begrüße euch. Und ihr seht, also, ich glaube, bei allen von uns gibt es eine große Neuerung. Wir sind auf den 1.9er Server umgestiegen. Dabei habe ich dann gleich die Chance genutzt, habe mal PUBG Craft draufgelegt. Me too. Hast du die ganze Zeit ohne gespielt? Ich habe mit Default gespielt. Ja, ich auch. Ich dachte, das habe ich gesehen in der ersten Folge, aber ich dachte, jetzt das mittlerweile schon mal umgestellt gehabt. Nee, ich habe es jetzt auf Default gespielt. Oh, hey, Sascha. Warum denn auch? So, also ich muss sagen, Default ist eigentlich nicht schlecht. Nö, Default ist auch nicht schlecht. Wieso? Wie meinst du? Weil ich jetzt, weil ich Achso, stimmt, weil du eine Karotte in der linken Hand hast. Richtig. Ah ja, genau, endlich die scheiß Fackeln in die Zweithand legen. Warte mal. Ja, das geht ja jetzt. Wie kann man die dann planen? Mit Rechtsklick. Spielst du denn jetzt auch mit Shader, Sascha? Jo. Also zumindest erstmal, genau. Ich habe noch Shader drauf. Muss ich mal gucken, wie das in der Aufnahme ist. Weil wenn ich jetzt gleich wieder in die dunkle Höhle abhaue, dann weiß ich nicht, ob man überhaupt irgendwas sieht in der Aufnahme. Du, wenn du so einen Shader hast, wo du Licht hast, wenn du eine Fackel in der Hand hast, passt das, wenn du die... Ja, so aktuell habe ich leider die Shader-Version noch nicht. Das war auch... Das hat damit nichts. Was für einen Shader nutzt du? Oh, du fragst Sachen. Wo finde ich denn jetzt Shader? Shader XYZ. Video-Settings... wo haben wir den Shader? Aber? Warte mal, du hast doch. Hast du. Du hast Optik. Ah, doch, Shader. Ja. Nehmen den Zeus. Den Zeus. Okay. Ich hab sonst auch noch Mr. Meeps da, aber. Ich weiß nicht, ob der Zeus das hat, aber ich weiß zum Beispiel, Shop Carpick zum Beispiel hat das. Ja, komm. Ich habe nochmal auf. Ins Kirchen. Holy shit. Sieht auch schick aus. Krischi, hast du hier die Treppe gesehen? Aber nein. Ja. Das ist die lange Treppe nach oben, die wir gebuddelt haben. Ja, das heißt, wir waren hier schon mal. Oh, wir haben. Ja, dann lass mal zurücklaufen. Dann lass mal schnell ins Dorf gehen und dann. Gut, liebe Leute, ich werde hier meinen Gang weiter fortsetzen. Ich hoffe immer noch was da zu finden. Und. Jo? Nee, das lasse ich frei, damit da was wachsen kann. Treppenlauf-Simulator. Nee, aber wir sind jetzt endlich up to date und endlich auf H1.9. Naja, so fast up to date und so. Ja, gut, das ist 1.9, nicht 1.9.4. Ja, gut. So, man sieht tatsächlich auch noch was in der Aufnahme, von daher ist das ja alles prima. Aber ich muss echt sagen, eigentlich dieses BD-Craft, also ich bin normalerweise bin ich nicht so der Fan von irgendwelchen Texture-Packs da. Das Einzige, was ich damals cool fand, war Misa. Aber. Dadurch, dass ich halt nicht so der Fan davon bin, muss ich sagen, es gefällt mir eigentlich jetzt ganz gut, eigentlich dieses neue Texture Pack da, dieses, wie heißt es nochmal, BD-Craft. Pure BD-Craft. Neu ist Pure BD-Craft. Ich wollte gerade sagen, das war noch mit eins der ersten doch, oder nicht? Ich kannte damals nur Misa. Oder besser gesagt, ich kannte noch mehr, ich habe mir da welche angeguckt, aber die fand ich alle nicht so hübsch. Hübsch? Doch richtig hübsch? Hübsches Mädel. So, wir haben wieder einen Diamantblock mehr. Packen wir damit rein. Yeah! Diamanten! Haben wir schon 6 Diamantblöcke mittlerweile? Hä, wie kann ich denn jetzt bitte Erde planten? Ganz normal. Ich habe Erde in der Hand. Aber wenn ich Rechtsklick drücke und hochspringe, dann plante ich da eine Fackel. Lol. Hä, guck, jetzt habe ich doch die Fackel geplantet. Wenn du damit nicht zurechtkommst, pack was aus der anderen Hand raus. Wie kann ich das denn unterscheiden, was ich jetzt voll plante? Ja, wenn du was... eigentlich fast kaum. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal ein bisschen überarbeiten. Weil das ist ja mega shitty, ey. Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, kann ich den Erdblock planten oder Ding. Oder halt die Fackel. Warte mal, wie konntest du das nochmal craften? Das muss ich jetzt mal schnell nachschauen. Hieß es doch Gravel, oder nicht? Gravel. Far away, where the ground is covered in stone. Wir das denn hier? Ach ja, ist ja in Ordnung. So. You will find your love and punish all of those. Neben einem singenden Sascha und noch. Zaubern wollte ich mein Schwert mal noch. Alter, was ist denn hier mit den Bäumen los? Scheiße, haben wir nicht. Ah, fuck. Die rasten halt voll aus, Junge. Alle raste aus. Die wachsen gut. Ja, die rasten. Die rasten gut, Alter. Die rasten gut. Die rasten aber richtig gut, hä.
Ich mal den Nether warten hier auch. Kommst wieder weg? Verdammt hier, ey. Hä? Oh, ich komme echt damit nicht klar. Ich muss die Fackel aus meiner Hand raus tun, ey. Roll, inkompetent, wie man ihn kennt. Okay, Sascha, dann nimm du mal den Erdblock und die Fackel in die rechte Hand, komm. Ja, warte mal, ich nehme Steinblock, okay? Ja, okay. Und dann springst du mal hoch und drückst Rechtsklick. Ja. Was hat er gebaut? Ein Steinblock. Jetzt drück nochmal, spring nochmal hoch und drück Rechtsklick. Warte mal, über mir ist eine Decke, ich muss abbauen. Weil wenn du das nämlich öfters hintereinander machst, weißt du nie, was der setzt. So. Doch, wenn du zu dicht am Boden dran bist, um den Steinblock zu planten, plantet er eine Fackel, ganz simpel. Plantet jedes Mal den Steinblock so, bei mir. Jetzt muss nur am höchsten Punkt halt setzen. Jetzt hab ich was, was Bullshit, also. Auch neu in der 1.9 ist. Hi! Moin, ich muss mir mal kurz ein bisschen was loswerden. Sieht toll aus. Ah ja, richtig, stimmt, den muss ich mir auch mal jetzt machen, warte. Wie ging der? Ein Schild hast du gebastelt, oder was? Warte, ich mach dir einen. Oh, achso. Oh, ich muss hab, nicht zeigen. Ich hab grad das Rezept im Blick, deswegen passt das. Okay, ja, bastel mal für uns alle wieder. Ich wollte gerade sagen, magst du mir auch einen basteln? Wäre cool. Coolio, Alter. Hey, ich komme echt nicht klar, welche Seeds jetzt fertig sind und welche nicht. Ah, die waren fertig. Oh, vielen Dank. Das erkennt man, das Fax doch ganz gut. Weil du kannst nämlich jetzt mit der 1.9 kannst du jetzt ja nicht mehr mit dem Schwert blocken. Ne, block schon rechts. Ist es quasi Dark Souls-Style. Ja, auf jeden Fall. Du brauchst zwar, um ein Schild zu craften, auch Eisen, aber das ist nur immer ein Eisen. Melonen! Wir haben Melonen, Freunde. Ja, so, Paris, alles klar, hier jetzt nicht schon runterfallen. Squall, komm mal her. Wein pack bitte einfach in die Truhe, bei mir dauert's, bis ich wieder da bin. Grazie. Das kannst du ja in die zweite Hand packen. Ah, liebe Leute, ich hoffe einfach noch, dass ich am Ende dieses Ganges irgendwas Interessantes finden werde. Das Ende aber der Welt. Ja, vermutlich werde ich tatsächlich irgendwann einfach auf Bedrock stoßen und... Ja, cool wäre natürlich, wenn du dann irgendwie... Ich bin vor dir geschützt. Stell dir mal vor, Sascha, du... Siehst du? Wie viel Schaden habe ich jetzt gemacht? Kommst jetzt in die City. Geil. Aber auch nur, so, wenn du wirklich dieses Schützen dafür... Wenn ich die Stadt finde, werdet ihr es erst ganz zum Schluss erfahren. Aber warte mal, wir haben ja 1.9, dann könnte ich ja aus Jux das machen. Kurz bevor du sie gefunden hast, drücke ich slash TP Sascha und dann teleportiere ich dich hier zu mir her. Dann wirst du sie nie wieder finden. Und du willst das woher wissen, wann ich sie finde, wann ich sie fast finde? Ja, nee, wenn du sie gefunden hast und uns Bescheid sagst, dann porte ich dich weg, dass es niemand mehr sehen wird. Und dann werde ich den Server crashen. Ach so. Was? Warte mal, es gibt ja eine Möglichkeit. Oh, Stevie ist gerade voll am Philosophieren, hey. Minecraft-Philosoph Stevie. Ja, ich überlege gerade, das ging doch irgendwie. Ja, in der nächste Riss. Aber mal schauen, ob Krischi gleich aufhört, was ich einfach gerade mal noch gemacht habe. So, ich sag nur mal das Wort Erde. Ah, Krischi, fällt dir da nichts auf? Aber ich war Krischi, sei doch mal nicht so unaufmerksam, Mensch. Ah, ja, der richtig, das geht ja jetzt auch. Ja, ich verrat's mal noch nicht, aber der Rest wird's aussehen. Ja, ich weiß schon. Ja. Nehme ich ganz stark an. Das weiß ja jeder. Also jeder, der ein bisschen sich mit Minecraft beschäftigt, weiß das ja. Niemand, es geht um einen Fußweg, oder? Ja. Natürlich geht es um einen Fußweg. Und was denn sonst? Also ich habe mir jetzt beschlossen, mal nicht mehr so viele Karotten anzubauen, sondern wenn, dann eher Kartoffeln. Weil ja, finde ich gut. Kartoffeln sind... Kartoffeln können wir halt noch essen. Kannst du verzaubern oder nicht? Weil ich sehe, du hast das Schild nicht in der Hand gehabt. Nee, cool, aber nicht. Wenn du gerade ein paar Karotten hast, geh mal die das Schweine füttern, bitte. Sei mal so nett. Aber ja, aber Sascha, du bist doch so weit im ich schätze mal schon, dass es geht, aber das musst du dann per Bücher machen. Und ich habe die Idee, was ich schon mal... Oder was wir noch, was ich so noch mal quatsch. Liebt euch, Schweine, liebt euch! Ihr alle! Ey, das ist der Wahnsinn, ey. Wie weit ich hier einfach buddel das und der nichts finde. Oh, ich hab einen Apfel. Wir haben uns eine zu langweilige Map ausgesucht. Warte mal, mein Schild. Das hat sich jetzt mal hier... Ja gut, jetzt sehe ich noch weniger vom Bildschirm. Alles klar. Nur am Meckern. Block mal.
Das musst du gerade sagen, Stevie. Was willst du, hä? Komm her, du. Nee, muss erkunden. Das wieder Schild, das ablockt. Muss meinen Zuschauern was bieten. Einen dunklen Bildschirm, wo ich jedes alle paar Sekunden Blöcke abbaue. Alter, boah, ich habe noch zwei Herzen. Lass mal. Okay, ich habe noch zwei Herzen. Ja, Krischi, kommst du da mal mit? Wir gehen jetzt wieder ein bisschen ins Ding. Soll ich diesmal mal mitkommen? Ja, gerne, komm mit. Nee, Stevie, dich wollen wir nicht dabei. Nee, komm mit. Also bitte, ja? Ja, bitte. Aber echt, hey. Echt, hey. Mal reichen die oder nehme ich mehr? Hab ich zu liegen. Aber baue ich jetzt mal nicht ab, ne? Ich habe noch 2,5 Spitzhacken. Ja, ich hab noch 3 Blablabla. Keine Ahnung, wie viel dabei. Wo seid ihr hin? Ja, ich. Warte, ich stehe neben dir. Ich mach gerade mein Inventar kurz leer noch. Ich habe auch nur, meine Picke ist noch heil, also passt das sogar. Aber um sicherheitshalber sollten wir Holz mitnehmen. Ich habe Holz dabei, ich habe alles dabei. Ruckel. Wir können los. Ich würde noch mal gerne in die Richtung laufen, wo wir Krischi und ich vorhin schon waren. Weil da haben wir noch nicht alles erkundet. Wir sollten aber nicht sprinten. Alter, ich habe zwar 64. Warum ruckelt denn das gerade bei mir, obwohl ich 55 Frames habe angeblich? Woher soll ich das wissen, Junge? Ich frage, warum nicht an dich gestellt? Du kriegst keinen Server zum Laufen, weil du 32-Bit-Version in 64-Bit online installierst. What? Ach, das ist ein Villager. Boah, Alter. Wo sind wir denn hier? Nein! Krischi left the game. Na, ich bin am Ende der Map angekommen. Bist du? Nice. Ja. Na, was hast du mit vor meiner Fresse? Ja, hab ich mich schon fast gedacht, mit Bedrock umkreist alles. Wie viele Folgen hast du gebuddelt? Ah, jetzt war es auch wieder flüssig. 2,5. Warte, da sind wir schon lang gegangen. Lass mal hier lang gehen. Hier geht es nicht. 2,5. Allerdings muss ich auch zweimal zurückkommen, um mir ein neues Werkzeug zu holen. Warte, was meinst du, Score, mit dem Schild sieht es doch interessant aus, rumzulaufen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Es sieht ein bisschen mittelalterlich aus und ich bin ja eher eigentlich so. Ja, dadurch kannst du halt mit dem Schwert auch nicht mehr blocken. Ja, gut, aber irgendwas muss ja. Das hab ich sowieso nie gemacht, muss ich gestehen. Ja, ich schon irgendwie. Aber bedenkt, dass ihr jetzt eine Cooldown habt beim Hauen. Naja! So, ne? Krischi. Ja. Bist du gerade wirklich runtergesprungen? Witzige ist nur eigentlich. Ja, was macht die denn da jetzt so lange? Dass die Axt mehr Schaden macht als ein Schwert. Echt? Ja, aber dafür ist die Cooldown-Dauer auch ein bisschen mehr. Ist dein. Leg mich am Socken, hey, ich kann keine Erde mehr planten. Was ist da los, ey? Boah, also, Kackschild, erstmal weg. Alter, ernsthaft, der hat so mich richtig Probleme damit, ne? Er ist halt richtig hart inkompetent. Oldschool nennt man sowas, du Penner. Guck mich nicht so an. Pass auf, Scroll, komm mal her. Man kann sowas auch mit hast du volles Leben? Ja. Ja, pass auf. So viel Schaden mache ich dir mit dem Schwert. Und anderthalb. Immer noch anderthalb. Okay. Aber du hast. Okay. Das wundert mich eigentlich, weil du eigentlich mit einer Axt habe ich 9 Attack Damage und mit dem Schwert nur 7,5. Tja. 7 und 9, stimmt. Shit happens, ne? Aber das haben sie doch gepatcht, oder nicht? Hast du das nicht erzählt? Gut, dann laufe ich dir. Ich bin jetzt hinter dich, weil keine Ahnung. Ich bin jetzt hinter dich. Ja, hier ist mich. Wo ist denn hinter dich? Ach, da hinten ist hinter dich. Eine Sache möchte ich aber noch umstellen. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Ich will nämlich das hier unten an der Seite haben. Ich habe leider keine Fackeln, deshalb kann ich nicht ableuchten, wo wir schon waren. Ja, warte mal hier. Ja. Ach ja, ich bin erstmal auf dem Heimweg hier. Jetzt die Frage, was macht man als nächstes, ne? Ja, also in die nächste Höhle ist Sascha hier. Ja. Komm mit uns mit, Sascha. In die andere Richtung graben. Nein. Mehrere Bücher. Guck mal, Eisen. Ihr habt Eisen übersehen, den Nubbels. Hey, was ist los mit euch? Oh, da! Alter, ich nehme schon seit geraumer Zeit kein Eisen mehr mit. Was? Warum nicht? Ja, Eisen ist doch gut. Wir haben 3 Stacks oder sowas. Ja, und? Wollte ich gerade sagen, na und? We need more Eisen. Ich habe vorhin einen Amboss gecraftet, also ein bisschen weniger Eisen haben wir. 9, 18, 20. Wenn sie drauf bestehen, dann nehmen wir hier 38, das Eisen mit. 30. Also 31 Iron Ingots haben wir jetzt weniger. Oh, wir müssen weiter nach unten. Kein Drama. Oh! Scroll geht gleich auf, weil ich hab bei dem neuen Kampfsystem auf die. Ja, ich meine, du hast halt. Du musst jetzt ein bisschen anders. Hä, du spammst einfach immer noch, oder? Nee, dann machst du viel weniger Schaden. Du machst dadurch um einiges weniger Schaden. Bullshit. Musst jetzt was ist nur aus Minecraft geworden, Leute?
Ja, ich muss mich erstmal an das Ganze hier gewöhnen. Und Mobs sind stärker. Das muss man auch noch ein bisschen sagen, finde ich. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass du anders zuschlägst. Ja, es kann sein, aber dadurch ist es halt schwerer auf jeden Fall. Aber nur so ein bisschen. Hallo? Ja, ein bisschen nur, aber... Hallo? Hattest du das Reisen da? Ja, hattest du. Lapis! Wup, 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 wup. Oh. Okay, du baust das ab, dann kann ich ja mal... Ach ja, übrigens, mit der 1.9 kannst du eine weitere Sache machen. Bleib mal stehen, Squall. Bleib mal kurz stehen. Genau, Squall. Bleib doch mal stehen, Mensch. Hält dir was auf? Du kann ich wieder schieben. Mit der 1.9 kann man wieder die Leute etwas verschieben. Wow. Ja, stimmt. Aber nicht mehr so krass wie damals noch in der 1.25. Das nervt mich richtig bei meinem Techcraft-Projekt, ey. Ey, Leute, hier geht's ziemlich steil bergab. Alter, geht das da runter. Sollen wir da runter? Ja, aber... Oder sollen wir erstmal hier gucken, schnell noch? Wollt ihr mir gleich noch erzählen, wo ihr seid? Dann würde ich tatsächlich hinterherkommen. Weg. Sehr weit. Okay, dann gehe ich einen anderen Weg. Das ist voll geil, wie gut man jetzt mittlerweile Pfeile blocken kann von Skeletten. Alter. Hör auf die Eier hier. Ach, da ist der Schild. Danke, Stevie. Ja, hatte ich in die Essenskiste erstmal gepackt. Jo. Ich probiere das jetzt auch nochmal mit dem Kackschild, hä? Hier ist nichts, okay. Ich laufe hier rum ohne Fackel. Ich habe Fackeln bei mir, aber ich setze einfach keine. Ist gut, dann wissen wir auch immer, wo du entlangläufst. Ja, das sowieso. Leute, ich habe ja eine ziemlich tiefe Höhle gefunden. Es wäre cool, wenn ihr vorbeikommen könntet. Ja, lass mich ja mal kurz eben das Eisen, was ich hier gefunden habe, abbauen. Ich bin auch bei deiner tiefen Höhle. Leute, was ist denn da? Ich weiß nicht, ich dachte, Cobblestone! Cool, wo warst du? Ich laufe einfach mal der Fackel hinterher. Was habe ich denn hier gemacht? Mein Scrum, meinst du bei Zwax fällt es dir schwer, das fertige Weizen zu erkennen? Da ist er. What the fuck, hier schwer dieses Ding. Warum ist denn hier Cobblestone? Redet da halt nicht mehr mit mir. Nee, mach ja dann. Warum ist hier Cobblestone? Weil da unsere Treppe dazwischen ist. Achso. Oh, dann könnte ich ja ganz schnell zu euch kommen. Nee, mach ich jetzt auch nicht. Gut. Nee, es ist halt, ich weiß nicht, ich fand es halt ein bisschen aber seltsam. An sich verstehe ich nicht, warum du Probleme damit hast, weil die Main Hand hat beim Rechtsklick zurzeit mehr Priorität als die zweite Hand. Schön. Deswegen verstehe ich dieses kleine Problem nicht. Ich weiß halt nicht, ich bin halt hochgesprungen, wollte mich da hochbauen und irgendwie hat es mich nicht hochgebaut, weil es immer wieder Fackel gesetzt hat. Ich könnte hier kurz Support brauchen. Wo ist mein Supporter, wenn ich immer brauche? Roll nicht rum, ich bin in einer Nähe. Ist auch beknackt. In der rechten Hand spendet die Fackel Licht, in der linken nicht. Behindert! Er hat gesagt, er ist behindert. Nein. Fackeln sind behindert. Junge. Alter, hast du nicht gelernt? Bist du Fackel behindert, Lan? Warte. Wow. Shira, schieß, Alter, kommt gleich vorbei und klatscht dich. Kommt Shira? Alter, wie hast du denn eigentlich die Melone hier platziert, ey? Ja, also wir müssen das in dem Feld nochmal ein bisschen überarbeiten. Ja, die Sache war halt, ich hab mir gedacht, komm, wir wollen... Nein, das ist ja in Ordnung, ich find's mega witzig. Warte. Wir wollen jetzt mal ein paar Melons. Melons. Das Skelette ist tot, ey. Und Squall ist weg. Wobei, ich laufe einfach dem Zombie hinterher. Und dann falle ich runter und dann ist das Zombie auf mich fixiert. Ich sehe euren Namen gerade gar nicht. Wo seid ihr denn hin? Alter, wie viele Kartoffeln haben wir denn hier schon, ey? Alter? Ja, Sascha, wir haben dich dabei. Du zählst schon für 10. Oh, der Dies. Alter, bin ich gerade zu... Sagt nichts. Wir kommentieren das nicht weiter, ne? Das Witzige ist einfach, ich hab dich bash ich weg, Junge. Aber sonst passt's. Überhaupt? Ah, da hinten sehe ich den Namen. Bleib mal schnell stehen, du mit dem Namen da. Wer ist denn der mit dem Namen? Ja, bleibt alle mal stehen. Mit dem Namen. Ja, warte, es ist... Stevie, bleib mal stehen. Bin gleich bei dir. I'm right Stevie, behind. Stevie, dich töten. Frage ist ja, sieht er meinen Namen noch? Du hast dich geduckt, du Penne. Auf diese Ducken! Ich suche ja gerade deinen Namen, aber ich sehe den nicht. Ja, das wollte ich. Oh, Schilfer. Lucia hat schon wieder Probleme hier. Naja, sofort.
Krischi hat sofort erst Probleme. Glaubt ihr, er kommt mit der 1.9 nicht zurecht? Doch. Hi! Oh, wow. Alter, ach, wir sind jetzt hier gleich in der Schlucht. Ja, nice. Skelett! Ja, aber das... Zombie mit Schwert. Du siehst eigentlich dadurch, dass es nicht umgeändert ist. Beim Kreuz siehst du, ab wann du wieder hauen kannst. Das kannst du rumstellen. Was für ein Kreuz? Was anderes für Suspekt. Da ist es kein Kreuz, sondern weil du hast... Ich habe so ein komisches Pentagon. Du aber eigentlich jedes Mal beim Hauen oder so eine kleine Cooldown-Leiste sehen. Ja, irgendwo sicherlich. Aber das kannst du auch im Menü ändern, dass es unten bei deiner Hotbar mit auftaucht. Bei meiner Hotbar? Ist die Hotbar. Boah, das Scroll, ey, du gehst mir so hart auf die Eier, weißt du das? Weißt du, ich versuche ihm einen Tipp. Ja, ich weiß, so scroll immer drauf. Er ist und bleibt ein Arschloch. Ich könnte jetzt so ein Arsch sein. Ich könnte so Stevie, ich habe all meine Diamanten dabei. Deswegen, ja. Hast du genug Blöcke, um darüber zu gehen? Ja, aber denk dran, ich habe 30 Diamanten dabei. Wieso schleppst du Diamanten mit dir rum? Weil der Typ behindert ist. Ich habe einfach die ganzen Diamanten genommen, die in unserer Kiste waren, und habe die hier in meinem Inventar platziert. Warum? Ist das dein fucking Ernst? Warum möchte man sowas tun? Sascha, ich bin dafür, wenn Squall stirbt, ist das ein Projekt verbannt. I couldn't care less. Wow. Sascha ist schon so eine miese kleine... Hallo? Überlegt er ganz genau was... Wow. Wo kommt der Zombie her? Sascha, du weißt ganz genau, was ich sagen will. Aua! Hoffentlich stirbst du. Oh mein Gott. Wo kommen die ganzen Zombies her? Diamanten! Er hat Diamanten! Hat irgendwer eine Pickaxe mit Luck? Mit Luck? Nein, dafür haben wir noch keinen hohen, kann man noch nicht einen sehr hohen Level. Ich glaube, Luck kriegst du erst, glaube ich, ab Level 30 oder so. Ganz blöd gefragt, kann es sein, dass man auf 1.9 anders ausleuchten muss als noch auf 1.8? Eigentlich nicht. Weil plötzlich hier zwei Zombies bei uns in der Base waren. Ist irgendwo nicht richtig ausgeleuchtet. Ich würde jetzt sagen, drück F3 und guck nach, aber leider. Ist Saschas F3-Taste kaputt? Ausgeleuchtet ist. Rein zufälligerweise ist die F3-Taste im Eimer. Hä, ich dachte, wenn man die Fackel in der rechten Hand hält, macht die Licht eher so minimal. Wenn man Shader hat. Achso. Bullshit. Oder die Mods, diese eine Mod, die dieses Licht auch bringt. Wie heißt die noch? Licht. Ich habe 54 Frames. Das geht ja mal gar nicht klar. Ich habe den Shader aus. Wow, 192 in der Höhe, aber gut, das wundert mich nicht. Wo war das nochmal? Ich könnte doch glatt auch mal so. Hey, jetzt zwei, mach mal nicht so schnell. Ich komm hinterher. Musst du Diamanten abbauen. Sascha. Guck mal auf die Uhr. Jetzt grad nicht weg. Ich stell grad kurz was rum bei mir. Da ist die Folge schon wieder rum. Schon? Meine Güte. Okay, ich stelle einen Shader ein. 19, 28, 32, okay. Ja, läuft bei dir. Gut, liebe Leute, das war eine neue Runde Minecraft Survival. Wir danken vielmals fürs Zusehen. Schaut beim Scroll und beim Stevie vorbei. Krischi kennt ihr ja sowieso auf diesem Kanal hier. Lässt sich ja nicht umgehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.